Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 14 Pro Club Road to Division 1. Ja, es hat sich viel getan. Wir haben einige Spiele gespielt außerhalb der Aufnahme, außerhalb von Aufnahmen. Und das ist jetzt so ein kleines Intro zur neuen Folge. Ja, die Gaming Babos, Göker und ich haben noch ein paar Spiele gemacht, wie man jetzt im Hintergrund sehen kann. Wir haben den Aufstieg gesichert. Man sieht hier zum Beispiel das Tor von Göker. Ich glaube, das Spiel ging 4-0 aus, aber es wurden nur drei Tore davon gehighlightet. Ja, dann gab es eine schöne Meisterfeier, wo auch die Gegner mit dabei waren. Wir hätten sie natürlich nicht draufgelassen, aber naja, FIFA wollte es halt so. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Anschauen des Videos. Lass eine positive Bewertung da und ja, feuert uns schön an. Und es geht, oh, da hat er den Pass schon gemacht, wo ich gerade auf die Taste gedrückt habe. Es geht weiter mit Road to Division 1. FIFA 14 Pro Club. Sind das dieselben Gegner? Ich glaube diesmal nicht. Ja, ihr müsst wissen, wir haben gerade schon eine Aufnahme begonnen, aber dann hat mich der Flieger abgeholt, weil ich zu einem wichtigen Meeting musste. Natürlich. Ja. Ich war daran gehindert, weiterzuspielen. Auf jeden Fall. Ihr habt gerade die Highlights der letzten Spiele gesehen, die wir nicht aufgenommen haben. Ich werde versuchen, das weiterhin so zu halten. Wir befinden uns in Liga 9. Punkte weiß ich gerade nicht. Vier oder Aber so. in. Ja, 4. Kommt sogar hin, glaube ich. Weil wir ja eins gewonnen haben und eins war im Unentschieden. Genau. Auf jeden Fall spielen gerade nur Gökay und ich. Wir werden versuchen, die ganze Gaming-Babo. Oha. Frisse Gras, Junge. Die ganze Gaming-Babos-Crew mal zusammenzutrommeln, damit wir alle zusammen FIFA zocken. Ist etwas schwierig, da nicht alle immer Bock haben. Aber irgendwann wird es schon ein Spiel geben. Wird wahrscheinlich auch nicht möglich sein, oder? Jetzt mal ehrlich, weil wir wissen ja die Lage von Emi und Genau. bei Also, Ilkay ist es jetzt ja müsst ihr ähnlich. euch nicht fragen: Oh mein Gott, was für eine Lage, ist nichts Schlimmes. Gar nichts Schlimmes. Er ist nur manchmal im Knast, so. Ja, er hat halt ein Leben. Und wir haben kein Ja. Leben. No game, no life. So, geh in die Mitte. Gibt es nicht, dass der mich da noch durchs Ziehen da ins Ausbringt, ey. Ja, das ist halt cool, egal. Sein Leben wird immer rosiger. Genau. Ich fusioniere mich zu Gogeta. Ja. Es wird auch wahrscheinlich von mehreren Sichten zwischendurch Folgen kommen. Gökay, denke ich mal, wird auch mal aufnehmen. Natürlich, also es ist ja so, dass wir dieses Projekt jetzt nicht, das ist ja nicht von irgendeinem von uns ist das Projekt, sondern von allen. Genau. Also zum Beispiel jetzt von Erik kann kommen, von mir. Von Ilka denke ich jetzt nicht, weil Von Ilka. Ilka und Erik ist wirklich unwahrscheinlicher da. Oh! Eine Chance und Ecke sollte Boah, das das war geben. nice. Erik und Erik, Emi und Ilka haben zwar einen PC, der das Spiel aushalten kann. Die können halt mit uns normal mitzocken. Aber wenn die aufnehmen wollen, dann geht die FPS-Rate so niedrig, dass es unspielbar ist. Ja, das kennen wir doch alle eigentlich von Oh ja. Spielen, von Traps oder wenn man allgemein Spiele hat. Also zum Beispiel bei mir war es auch beim letzten PC so, ich konnte zwar alles flüssig spielen, aber habe ich mal Traps gestartet, waren es nur 20 FPS. War jetzt auch nicht so lustig. Das ist ärgerlich. Aber was macht unser Team da gerade? Ich glaube, die spielen alle Weiß ich unten nicht. Torwart, kann das sein? Ja, das ist jetzt 1-0. War klar. Danny, tu den Mann!
Ich will mich immer zurückhalten, aber wenn ich sehe, wenn ich daran denke, dass die ohne Chip kein Tor gemacht hätten, ne? Das bringt mich so zum Ausrasten. Phantom Unity. Ja. Phantom Lost wird euch nie kennenlernen. Wollen. Was war das? Ich habe mich nicht angeboten. Ich war nicht vorbereitet. Gibt's nicht, ey. Aber naja, nur 20 Minuten gespielt, 23. Und 1-0 kann man echt noch aufholen. Was war das, Mann? Schön mal deine Tipp. Warte, das kriegen wir Guck schon hin. mal. Guck mal. Nice. Na los, die Fans machen schon Stimmung. Ich habe ja die Kommentare ausgestellt, sodass die Zuschauer etwas mehr im Vordergrund sind. Nice. Rennmuskulus. Doch, Ah, ich hätte auch Mist. trampen sollen, aber so ein Scumbag bin ich doch nicht wie Scumbag League. Oh ja. Scumbag Lee, Scumbag Clementine. Ach ja, Werdet wenn ihr man vielleicht auch jetzt. auf unserem Kanal sehen? Ja, Was heißt natürlich. vielleicht? Wahrscheinlich. Wir planen nämlich wirklich sehr viel, vor allem. Ich will von mir behaupten, dass ich wirklich sehr viel plane, Let's Play technisch, vor allem im Sommer. Wir haben ja immer noch kein Infovideo rausgehauen, vielleicht zu diesem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, schon. Aber jetzt gerade, wo wir zocken, noch nicht. Oh. Ich glaube, das wird auch sehr, also relativ spät kommen, Ja. weil wir müssen jetzt wieder die Leute finden, die das machen, also die Gaming-Babos zusammenführen und dann ein Video aufnehmen. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so, wie soll ich Schnell sagen, gehen. Die Let's schnell Plays an gehen, genau. sich kommen in Ruckzuck. League of Legends und FIFA ist schon am Laufen. The Walking Dead 2, wie schon angesprochen, wird auch eventuell schon dieses Wochenende kommen. Wenn ich mal meinen faulen Arsch bewegen würde, jetzt ohne Scheiß. Ja, Ah, nicht immerhin, schlecht. Schuss. Und ja, aber Ach es wird man, auch ich wahrscheinlich wollte fahren. auch Sichten von Eisen, während er im Tor ist. Von mir auf jeden Fall nicht, weil. Von Gökay auf jeden Fall nicht. Ihr habt da vielleicht das kleine Video gesehen. Das Interview mit Gökay Musculus. Und dann noch Davor. eine Spielszene. Vielleicht werde ich noch so eine kleine Compilation machen. Wobei, dazu wird es gar nicht mehr kommen. Ich lasse dich nicht mehr ins Tor, Alter. Ja, vielleicht, wenn wir mal Spaß haben. Vielleicht, wenn Turniermodus on ist, Genau, vielleicht. Ja. beim Pokalfenster, da kann man wirklich machen, was man will, weil die Statistiken werden nicht gewertet. Man kann so scheiße spielen, wie man möchte. Man kann eine 1,8er Bewertung haben. Aber das ist wahrscheinlich nicht möglich. Ist 4,9 wahrscheinlich, wenn du auch gar nichts machst. Oh ja, da hast du recht. Es wird einfach nicht in eure Statistik gezählt. Naja, wenn man jetzt ein Warum? Thema eröffnen könnte, würde ich sagen, wir öffnen das Thema Alben vielleicht. Ja, da muss ich dich erinnern, dass ich die Musik im Hintergrund bei mir aus habe. Ich habe den DJ stumm gestellt. Ja, ich war sowieso nicht laut. Ach so, na dann ist es in Ordnung. Also, Thema Alben ist jetzt so. Es gab jetzt, also Deutschrap-Alben auf jeden Fall gab es bis jetzt, ja, Einige. Tony Black, Killer, King und WMA. BMA und jetzt heute, wo wir es gerade aufnehmen, Rap, nee, Revolution, genau. Genau. Und ihr müsst wissen, wir sind von Deutschrap besessen. Kann Ja, man so kann man sagen. schon so sagen. Und kann auch so persönlich sagen, dass ich hier von Rap ein bisschen Ahnung habe. Ein bisschen. Und kann sagen, dass das beste Album jetzt. Meine Top 3 sind ja hier King, Killer und WMA. Oder WMA vor Killer, ich weiß nicht genau. Also, es sind richtig geile Alben geworden. War auch richtig überzeugt. Außer von Sonny Black. Naja. Ich habe drei Tracks gehört, die haben mir jetzt nicht so gefallen. Oder die Punchlines von Bushido, ich klatsch dich an die Wand wie eine Fliege oder so.
Das war größtenteils schwach, aber ich mag halt Bushidos heftige Stimme. Er hat halt viel drauf. Und er macht ja bald ein neues Album mit dem lieben Herrn Haftbefehl. Straßenseite international. Genau. Carlo Koks Noten 3. Ich habe noch nie Carlo Koks Noten oder sowas gehört. Das Einzige, was ich gehört habe, war jetzt von Bushido. Ja, das einzige Lied, nice Schuss, by the way. Das einzige Lied, was ich von ihm gehört habe, bis jetzt war wahrscheinlich. Leben Also, und früher habe ich Tod. ja viel gehört, aber woran ich mich noch erinnere, ist Skyline zum Bordstein oder so. Ja, vom Bordstein zur Skyline. Und Sonnenbank Flavor oder so. Und ich lebe im Ghetto mit Echo Fresh. Naja, und bald kommt Carlo Koks Noten 3. Was kommt denn noch? Märtyrer und Von Kool Savage. Savas, dem King of Meine, Rap. ja, meiner Meinung nach wirklich der King of Rap. Viele denken sich ja so, es ist doch cooliger. Dein Leben wird immer rosiger. Nobeljahr. Oh, nice. Ah, das gibt's doch nicht. Wie konnte der mehr pacen als ich? Naja. Kann man sich darüber streiten? Es gibt viele Meinungen, aber ich glaube, von den Mist. Gaming-Babos wird es jetzt 4 zu 1 stehen für Kollege, dass er der King of Rap ist. Nee, nee, Aber ich sag auch Kool Savas. ja, dann Weil sind es King ja of 13. Kollega würde ich sagen, ist der. Was heißt aktuellere? Der aktiver ist, weil Kool Savas ist der aktiv. Ich meine, der macht jetzt nur das Album, ne? Was macht der damals? Bei Kool Savas ist jetzt so, man feiert ja die neuen Sachen nicht, was er so macht. Mit Xavier Naidoo oder so. Genau. Das hat Was ich nichts halt. mit Hip-Hop zu tun. Nein. Ja, also, was ich jetzt auch nicht so gefeiert habe, aber ich finde, King of Rap sollte man nicht nur auf Punchlines beziehen, wenn man sagt, ich ficke deine Mutter mit Koks, Carlo, Koksnoten oder so etwas. Weißt du, es sollte schon auch eine gewisse Thematik geben. Ich finde zum Beispiel, schau nicht mehr zurück, richtig heftig. Ja, Mir genau. gefällt das. Und Ah. es gibt halt viele gute Lieder und deswegen finde ich Kool Savas einfach, er hat halt Rap revolutioniert oder nach Deutschland gebracht, sagen wir mal. Ja. Und ja, das kommt. Und ich empfehle euch wirklich, das Album von Kollega zu holen oder von Oh ja. LG. Das war auch mein erstes Rap-Album. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich sonst alles illegal geholt habe. Damit meine ich, dass ich vorher nur ein Album geholt hatte und das war von Linkin Park. Da war ich 9, glaube ich sogar erst. Und die anderen Alben, sowas wie, was kann ich jetzt als Beispiel nehmen? Stabil von Tuni habe ich auf Spotify angehört. Unterstützt man die Künstler eigentlich auch, indem man die Sachen über Spotify hört? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, ja, ich glaube schon, aber nur wenn du Premium hast. Ah, Weil, wenn du Premium hast, kannst du sie auch runterladen, die Lieder. ach so. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Also auf dem Handy kannst du runterladen und dann offline hören. Richtig, oh, da kommst du ran. Ja. Hätte ihm doch die Fresse weggeschlagen. Weggekickt, eher gesagt. Ja, eigentlich gibt es nicht mehr viel zu sagen, oder? Halt, seid gespannt, was auf Gaming-Babos kommt. Sehr viel wird Ja, folgen. sehr viel Wir haben wir haben vor. ja aufgehört damals, was heißt damals, vor ein paar Monaten, fünf Vor Monaten einem war. Jahr, vor einem Monat, nee, vor einem Jahr haben die Planungen begonnen ungefähr. Und im Juli, irgendwann Anfang Juli, kamen die ersten Sachen. Muskulos! Der Musculus, der Musculus. Ich weiß nicht, was für einen Jubel ich machen soll. Ja, genau. Das war nice. Did this man Musculus? Ich hab Gökay gelupft, aber Musculus. es ging nicht durch Das war irgendwie. ein richtiger Krüppellupfer, Alter. Guck mal. So ein richtig kleiner. Naja, auf jeden Fall, was noch folgen wird, ist von mir wahrscheinlich Risen weiter. Hab nur bis zur zweiten Folge gemacht, glaube ich. Ja. Aber Die es war Playlist war halt. sogar bis kurzem noch auf dem Kanal, die habe ich dann aber rausgenommen. Was? Ja, die Risen Playlist, weil da waren ja keine Videos mehr drin. Die hast du ja sogar komplett gelöscht damals. Echt? Ja, die hast du komplett rausgenommen. Oh.
Ja, dann kann ich ja von neu machen. Das ist ja schön. Ich dachte, ich muss jetzt bis dahin spielen und so weiter. Aber nee, das ist ja dann schön. Dann hatten wir noch das Let's Play von Alex beendet, ne? Welches meinst du? Saints Row? Saints Row 4 jetzt? Hier ist Saints Row 3. Ach, Saints Row 3. Ich dachte, du meinst gerade, was wir gerade machen. Nee, also, wenn ich mir so überlege, ich habe vieles vor. Aber ich kann zurzeit wenig machen. Ich werde wahrscheinlich auch die Sommerferien gar nichts machen können, weil ich da Urlaub gehe. Wahrscheinlich vorproduzieren kann sein. Vorproduzieren kannst du machen. Und dann werde ich halt gucken. Aber so viel wird halt nicht folgen von mir. Ich habe zwar vieles vor, kann aber nicht. Erstens schulische Probleme und muss mir langsam einen Ausbildungsplatz suchen. Ist zwar jetzt eigentlich schon vorbei, aber naja. Wie Ilka kannst du ja Döner-Schneider werden. Ja, genau. Ach man, das gibt's doch nicht. League of Legends wird natürlich von mir folgen, wahrscheinlich auch viele Guides, weil ich bin Platin geworden. Nach guten 3 Seasons. Endlich geschafft. Boah. Oh Mann. Und ja, wird wahrscheinlich auch folgen Guides von mir, könnt ihr Katharina sehr gut lernen. Oh ja, Katharina könnt ihr bei dem wirklich lernen. Und ja, das war's eigentlich auch von den, mein Champool war das eigentlich schon. Aus Anivia könnt ihr wahrscheinlich auch so ein oder zwei Tricks lernen. Genau. Der Erik kann auch ein paar Guides machen auf jeden Fall. Ich werde wahrscheinlich Road to Gold weiterhin machen auf dem Smurf. Und vielleicht kommt auch Team Ranked, eine Team Ranked Serie. Wer weiß, man munkelt. Ich werde auf jeden Fall, wie schon gesagt, The Walking Dead 2 machen. Wird Gökay dann auch machen, ist auch interessant. Dass wir das aus zwei Perspektiven haben, da es auch mehrere Antwortmöglichkeiten gibt. Was ich auch machen werde, ist Outlast, Whistleblower, das DLC. Im Sommer vielleicht sogar mit Facecam. Wenn ich die Balls dazu habe. Was heißt Balls? Wenn es sich lohnt. Ich sag mal, für 5 Leute würde es sich nicht lohnen. Auch wenn ich Bock drauf haben werde. Dann werde ich vielleicht doch machen. Ich brauche auf jeden Fall erstmal eine Webcam. Ich werde mir jetzt nicht das heftigste Teil holen. Eine Game Capture Card habe ich auch vor, mir zu holen eventuell. Und dann kommt da mit dem Ilka Dragon Ball Z Battle of Z. Dazu werden wir dann auch mal unsere Meinung abgeben, denke ich mal. Und generell andere Dragon Ball Spiele, da ich wirklich sehr gerne das machen will. Vielleicht habt ihr ja schon unseren Background gesehen, auf Dragon Ball basiert. Da wir alle Dragon Ball Fans sind. Und wir haben wieder so viel gelabert, in der zweiten Hälfte vor allem. 1-1 war das Gameplay hier auf jeden Fall. Und mal schauen, wie viele Punkte wir haben, kann ich jetzt eben noch einblenden lassen. Ja, wir hatten 4 Punkte und jetzt haben wir 5. Noch 4 Spiele verbleibend. 10 Punkte brauchen wir, um aufzusteigen. Ja, das war's dann auch schon mit der Aufnahme. Hast du noch was zu sagen? Nö, außer wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Genau.